Moin Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir sind dabei, für Molag Bal den Priester von Boethia zu finden. Und wir wollen jetzt keine Zeit verlieren und direkt anfangen. Und dann diese, oder hier kommt man nicht. Wo bin ich denn jetzt eigentlich auf der Karte? Kommt man also nicht hin. Da sehe ich schon welche. Hier kommt man also nicht hin, wenn man so über die Hügel läuft. Scheinbar. Fuck! Ja, kommt mal hier unten hin. Hätte ich jetzt nichts gegen, wenn man hier unten hinkommt. Das gibt's doch nicht. Du sollst dich mal ausweichen. Mädel. Hahaha. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mädel war. Komm, Freunde. Bist du? Abgeschworene hin oder her. No chance in hell, you got. Jawohl. So muss das. Sind da noch mehr? Tatsächlich. Wo denn? Da hinten. Ja gut, du kommst jetzt noch nicht dahin gerannt. Ach nee, das ist ein Herr gewesen. Oh nein! Oh nein! Abgeschworener! Oh nein! Speer! Oh nein! Wie tragisch! Da war nichts dabei. Was soll das denn? Die wenigstens. Wer hat mich entdeckt? Niemand hat mich entdeckt. Jetzt von den Leuten, die ich definitiv erschossen habe, jetzt eine Sache plündern. Hier unten ist noch irgendwo jemand. Sehr schön. Irgendwo. Komm mal hier raus. Nein, nee, hier ist keiner. Komm mal hervor. Dann bleib mal stehen. Boah, aber genau da. Zwischen die Brüste. Oh oh. Bleib liegen. Stimmt, wir haben mich vorhin schon gesehen. Da war ich etwas unvorsichtig. Dies ist aber nicht weiter schlimm. Ist ja nichts passiert. So, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Okay, hier oben sollen wir das Objekt der Begierde finden. Also den lieben Priester. Ha.
sehr schön. Ist ein Ende entdeckt. Ja, um den Dings kümmern wir uns gleich. Ah, da muss man wo reingehen. Nee, das machen wir dann nicht. Jetzt müssen wir da ja gleich noch rein. Aua. Oh. Und das hier. Was finde ich hier noch? Das finde ich hier noch. Speer. Und einen mächtigen Seelenstein. Aber sonst nichts. Gut, dann können wir jetzt zu diesem komischen Priester da rüber gehen. Hier in dem Lager sollte jetzt keiner mehr leben. Ha, 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 ha. Oh. Bleib mal weg da. Hier liegen nämlich noch Eisenpfeile. So. Hier noch irgendwas Interessantes. Kommode durchsuchen. Nix. Aber hier. Naja, orkische Rüstung, die ist zwar einiges wert, aber... Och, jetzt habe ich ein... nein. Da war ich schon wieder so in Gedanken, Mensch. Eimer. Ich brauche ich nicht. Fallen lassen. Ihr da. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten? Solange er gefesselt und wehrlos ist. Ich bin hier, um euch zu retten. Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Wollen wir überreden oder wollen wir wir wollen erstmal überreden. Die dunkle Herrin? Euch geschickt? Und jetzt erzählt mir noch mal den von dem Troll, der kleinen Jungen und Mädchen Geschenke macht. Na gut, dann halt Molag Bal. Ach, der König der Korruption schickt seinen Boten, um mich herauszufordern. Sehr schön. Ich werde mich mit Molag Bal treffen und seinen Altar in Boetias Namen anbeten. So wie früher. Macht mich los, Scherge des Gehassten. Ich muss nach Markart. Hier, lasst mich diese Fesseln lösen. Ach, endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. Na gut, dann wollen wir mal wieder zum verlassenen Haus reisen. Auf geht's. Lass... noch in der Ecke rum? Nö. Ah, komm, Logrolf. Auf geht's. Los. Du meinst, dumme Spielchen zu machen, werde ich dich töten. Denkt ihr, ihr könntet Boetias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Was? Ihr? Sterbliche. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Zermalmt Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich mir unterwerfen. Ich beuge mich nicht. Niemals!
Ich werde mich nie ergeben. Ich beuge mich nicht. Niemals. Ihr Sterblichen und eure zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Ja! Dafür werdet ihr bezahlen. Dafür werdet ihr bezahlen. Mein Gott. Ja! Dafür werdet ihr bezahlen. Leute, warum funktioniert das jetzt nicht? Ja, super, Freunde. Ich kann den... Ich ergebe mich nicht. Aufhören. Ja. Aufhören. Aufhören. Ich ergebe mich, Molag Baal. Ja, geht doch. Ich ergebe mich. Ihr wollt euch mir beugen? Ja. Ihr wollt mir eure Seele überlassen? Ja. Ihr wollt der schwachen und bedauernswerten Boethia abschwören? Ja. Jetzt gehört ihr mir, Logrolf. Tötet ihn. Na toll. Das kam jetzt gerade nicht so gut. Ha. Der Streitkolben von Molag Baal. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterblicher. Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Okay. Hab Dank, Fürst Molag Baal. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus. Um das Haus? Na gut. Aha. Ja, komm. Ab nach da hinten. Okay, Freunde. Wäre das auch geschafft? Und, naja. Mal sehen, was wir als nächstes machen können. Ich gucke gleich mal auf die Questliste. Finde Shalidors Schriften für die Akademie. Komm, das machen wir doch gerade nochmal. Trevas Wacht, da war ich doch schon. Meine Güte, und da muss ich jetzt nochmal was finden. Irgendwann war ich schon mal hier. Kein Gegner da. Sind die etwa hier noch alle tot? Noch vom letzten Mal. Vor ein paar Folgen war ich hier. Nö, Freunde, hier ist nur einfach keiner mehr. Ist hier drinnen irgendwer? Ach, das hier ist das, ja. Ist keiner, Freunde. Oben.
ist echt niemand, Freunde. Ha, geil. Weil sie hier noch liegen. Hier liegt der Banditenanführer noch vom letzten Mal. Das war ja jetzt einfach. Charlie, das. Jetzt kann ich sie mitnehmen. Haha. Sprich mit Urak. Mal hier was Neues drin. Leer. Dann ist das ja gut, wenn ich das machen könnte. Oder wenn ich das so schnell geschafft habe. Muss man da noch mehrere Exemplare von Charlie Schriften finden? Oder ist das hier das einzige Exemplar? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Auf jeden Fall keine Herausforderung. Na gut, ich habe diese Festung erst eine der letzten Folgen gemacht. Und seitdem die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Da müssen wir hin. Zu Arcaneum. Zu Urak. Ich weiß nicht, warum er mich immer über die Gemächer führen möchte. Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Ja. Ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren. Ich habe noch mehr von Charlitos Werk gefunden. Ausgezeichnet. Ich beginne mit der Übersetzung. Es sollte nicht länger als ein oder zwei Tage dauern. Okay. Seid ihr mit der Übersetzung vorangekommen? Ich habe gerade erst damit begonnen. So schnell geht das nicht. Okay. Vielleicht passt das ja, wenn wir jetzt hier 24 Stunden warten. Vielleicht warten wir danach nochmal 24 Stunden, wenn er dann noch nicht fertig ist. Mal sehen. Aber wenn er dann noch nicht fertig ist, dann gehen wir erstmal woanders hin. Dann müssen wir vielleicht nochmal zurückkehren. Vielleicht kommt auch der Kurier mit einem Schreiben von Urak und sagt, yo, ich bin fertig, komm vorbei. Aber weiß ich halt nicht. Erzmagier hin oder her. Seid ihr mit der Übersetzung vorangekommen? Ich mache langsame Fortschritte. Okay. Ich dürfte schon bald die ersten Resultate. Na gut, haben. Dann nochmal 24 Stunden warten. Ich bin mal gespannt, was wir dann bekommen oder ob wir da überhaupt was bekommen. Sehe ich das jetzt gerade richtig, dass er in der ganzen Folge keine Desktop-Audio, also das Spiel, den Spielsound nicht aufgenommen hat? Doch. Doch. Hat er. Erzmagier hin oder vorangekommen? Wir konnten den letzten Text entschlüsseln, ja. Den ihr uns brachtet. Perfekt. Ich hielt es für das Mindeste, dieses Wissen an euch weiterzugeben. Wiederherstellung verbessert. Ja. Ein Magier ist. Wir verwalten diese Sammlung schon seit... Natürlich. Magier müssen immer wieder da... Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind. Ja, oh, keine Zauberbücher. Ne, dann nicht, Freunde. Was anderes kann ich dir jetzt nicht helfen. Nö. Na gut. Kämpft wacker. Ja, ja. Ja. Er nimmt gerade keine Desktop-Audio auf, kann das sein? Hallo? Mein OBS macht gerade Schwierigkeiten. Ich hoffe, er nimmt es auf. Zwischenzeitlich habe ich ein bisschen Ausschlag dabei schon. Aber nicht die ganze Zeit. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich werde aber diese Folge jetzt zu Ende bringen in der Hoffnung, dass halt Audio aufgenommen wurde und wenn nicht, tut es mir halt echt leid, dann hört ihr wahrscheinlich nur mich. Dann ist es halt so. Kann ich dann auch nicht ändern. Okay. Für die Energiequelle in Herbstwachturm. Da wollen wir jetzt gerade nochmal hingehen. Wo ist denn Herbstwachturm? Hä? Ach so, ja. Verschiedenes. Jetzt. Wenn sie schnell reisen, während Feinde in der Nähe sind, ist hier wieder ein Drache. Natürlich ist hier wieder ein Drache. Was erwarte ich eigentlich? Da hinten. Komm her!
jetzt vielleicht schnell reisen. Oh. Mega nervig. Jetzt ist er hier. Jetzt hat er mich auch entdeckt, oder? Dann werden wir wohl mal diesen Drachen hier zur Strecke bringen, Freunde. Wo fliegst du als nächstes hin? Okay, der letzte trifft nicht mehr. Wo fliegst du jetzt hin? Fliegst du jetzt hier hoch? Oder bleibst du gefälligst hier? Oh, schön. Okay. Na komm. Drache, Drache, Drache. Okay, jetzt verpinkelt er sich wieder. Bleibst du denn auch mal unten am Boden oder so? Wo bist du denn? Hier hinten irgendwo. Er dürfte am Boden sein. Ich kann ihn nicht fliegen sehen. Da ist er doch. Warum hast du dich denn hier hinten runtergelassen, du blödes... Ja, ja. Sabbel nicht, Drache. Oh. Geht ja gerade noch so. Ich glaube, ich muss mein Inventar ausleeren. Das werden wir jetzt auch als erstes machen. Und dann werden wir vielleicht nochmal schnell hier hinreisen. Und das Einsammeln, was hier noch drin ist, ist ja immerhin noch ein bisschen was. Gott, schnell nach Weißlauf. Wo ist Weißlauf? Da. Na, auf geht's. So. Aber wie es scheint, ja. Ich kann euch sagen, warum keine Desktop-Audio aufgenommen wird. Warum auch immer das hier gerade deaktiviert war. Jetzt dürfte es wieder gehen. Es tut mir leid, Freunde. Irgendwie war das gerade runtergepegelt alles. Da muss ich jetzt gleich nochmal ans Fixen dran gehen. Weil das kann ja nicht sein. Mega nervig. Ich habe jetzt schon seit mehreren Tagen Probleme mit OBS, das nicht so wirklich funktionieren will. Also dann funktioniert mal da das nicht, dann stellt sich auf einmal das Eingabegerät um und das passt nicht und das passt nicht. Ich weiß nicht, woran das im Moment liegt. Das ist mega nervig auf jeden Fall. Hier, Giftrezept, Furcht. Rein damit. Giftrezept, Gesundheit senken. Und dann haben wir noch einen Zaubertrank. Rezept, Unsichtbarkeit. Perfekt. Tränke. Schriftrollen. Schriftrollen habe ich, glaube ich, keine gefunden in der Zeit. Und... Zaubertränke. Alles können wir beim nächsten Mal machen, Freunde. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Ja, Essen hier, ne? Zweimal Alto-Wein. Rein damit. Da müssen wir auf jeden Fall was loswerden jetzt hier. Nämlich das hier. Das, das, das. Das, 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 das. Silbererz müssen wir loswerden. Stahlbarren müssen wir loswerden. Sehr schön.
Dann haben wir gewöhnlichen Seelenstein loswerden. Ich werde demnächst mal durchgucken, was wir jetzt eigentlich alle schon so haben. Achso, doch, klar. Stab der Furcht ablegen. Stab des Kettenblitzes ablegen. Nö. Die kommen Zwergen durch. Jo, das war das, was ich aufgesammelt hatte. So. Die kommen nämlich drüben rein. Einfach alle da rein. So. Es ist mir eine Ehre. Hier kommt. Auch wenn da jetzt bisher nur die Dinger drin sind. Ich weiß gar nicht, habe ich schon ein Dietrisches Artefakt? Ja, aber noch im Inventar, nicht wahr? Es ist ja... Es dürfte ja nur... Azura Stern nur sein. Oder so. Und hier noch ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob das hier irgendwie funktioniert hat. Ich möchte an dieser Stelle jetzt mal die Folge beenden. Es ist ein bisschen doof, wenn ihr keinen Desktop-Sound habt. Und dann sehe ich mal weiter, was ich hier noch fixen kann. Ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und entschuldigt bitte, falls es echt mit dem Audio nicht so ganz funktioniert hat und ihr nur mich hört und das Spiel nicht. Ich versuche das zur nächsten Folge wieder hinzubiegen, wie dem auch sei, hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn es wieder heißt, ich spiele Skyrim. Bis dahin, ciao.